Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Leute, wir sind heute mal nicht in SSU, wir testen heute mal wieder ein anderes Pferdespiel, sage ich jetzt mal. Das ist noch nicht ganz draußen, wird aber bald, also irgendwann im November, released. Und das ist jetzt quasi noch die kostenlose Demo-Version, die könnt ihr auch spielen, könnt ihr auch austesten. Die ist noch ein bisschen buggy, aber es ist eigentlich ganz interessant, ich teste gerne so neue Spiele. Und da dachte ich mir, das machen wir heute einfach mal. Und ich zeige euch so ein bisschen, was man hier in dieser kostenlosen Demo-Version jetzt quasi alles machen kann. Das Spiel heißt Dead Horse Game und ich finde das an vielen Stellen richtig cool, an vielen Stellen noch nicht ganz so cool, aber ich würde sagen, da reden wir einfach heute drüber. Let's go! So, als erstes mal möchte ich euch zeigen, man kann hier seinen Charakter ganz eigenständig jetzt quasi gestalten. Hier haben wir schon den Charakter, den ich mir jetzt erstellt habe. Das ist relativ unspektakulär. Man kann hier eigentlich alles so ein bisschen aussuchen. Vom Nasentypus, alles genau, wie es aussehen soll, die Haare und sowas. Das ist noch nicht so richtig krass ausgebaut, aber man hat hier doch schon relativ viele Möglichkeiten und auch Presets, sage ich mal, die man benutzen kann. Also alles, alles Mögliche, was es da so gibt. Wir bleiben jetzt allerdings mal bei unserem, sage ich jetzt mal, gewählten Preset. Ihr könnt euch hier ein bisschen umschauen, die Steuerung ist relativ einfach. Man kann hier Sachen inspekten, anschauen, da sind auch wirklich Bilder mit drin. Das ist eigentlich richtig, richtig cool. Also von dem hier, wie das hier alles gemacht ist. Die Grafik persönlich gefällt mir immer recht gut, wenn es ein bisschen realistischer ist. Das ist aber wirklich immer Geschmackssache. Wir haben ja auch die Küche ganz entspannt, immer wieder Bilder rumhängen. Man kann sich die Kleinigkeiten anschauen. Das möchte ich natürlich jetzt nicht alles mit euch machen, sonst habt ihr nichts mehr zu entdecken. Was ich sehr mag, man kann hier wirklich immer Licht ein- und ausschalten, so auch in der Reithalle. Aber da will ich euch nicht zu sehr spoilern. Wir gehen jetzt mal raus, denn hier gibt es einen wunderschönen Hof. Heute schneit es zum Glück mal nicht. Und wir gehen einfach mal in den Stall und schnappen uns ein Pferd, um uns da alles genauer anzuschauen. So Leute, hier sind wir im Stall. Man hat ja ganz verschiedene Pferde von der Auswahl her, die man da wählen kann. Ich persönlich habe natürlich so meine Favorites. Ich glaube, wir nehmen heute auch wieder den Dunkelbraun, wenn wir ihn finden. Aber er ist gerade nicht hier. Dann wird halt der Schwarze genommen. Die Pferde stehen uns alle zur freien Verfügung, sage ich jetzt mal. Und die können wir da quasi testen. Wir satteln jedes Mal auf und steigen direkt auch mal auf. Hier drinnen finde ich es eigentlich ganz süß. Ich glaube, da ist noch sehr viel rauszuholen aus dem Spiel. Manche sind ein Fan von, manche nicht. Aber ich finde es schon ganz nice. Also dafür, dass das Spiel jetzt wirklich noch ziemlich neu ist und dass das die Demo-Version ist. Ich hoffe übrigens nicht, dass es zu laut ist. Also ich kann da leider nicht so viel einstellen. Das ist jetzt im Übrigen der Hof. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal hier auf diesem Platz. Was ist cool an diesem Spiel? Was ist vielleicht so besonders? Das kann ich euch sagen. Man hat hier ne, ganz normal den Walk. Man kann immer einstellen Collected Walk, also versammelter oder quasi Extended Walk, verstärkter. Und das Ganze natürlich auch im Trab, wie ihr hier seht. Hier haben wir mal Collected Trot. Finde ich eigentlich ganz nett. Und dann auch mal Extended Trot. Dass man schön sieht, da werden die Beine geschmissen. Was auch noch so ein kleines Detail ist, die Pferde laufen wirklich über die Stangen. Klar, könnte noch besser animiert sein und man kann die Sachen hier umschmeißen und so. Also ich finde es schon relativ nicht ganz unrealistisch. Oh, ich kann das mit dem Springen hier leider nicht so gut. Ist gar nicht so leicht. Spring doch. Ja, also ihr seht, es klappte richtig gut bei mir. Au, aber so viel, um euch das mal zu zeigen. Es gibt in allen möglichen Auer-Gangarten auch noch die Möglichkeit, dass man hier wirklich seitwärts geht, was ich persönlich sehr nice finde. Also, das ist so mein persönliches Highlight, glaube ich. Im Trab finde ich das auch ganz besonders schön hier. Oh, sowas liebe ich halt. Und natürlich auch die andere Seite. Das geht zum Glück auch im Galopp. Das kann ich euch auch noch ganz kurz zeigen. So. Also wirklich sehr schön seitwärts. Leider ist hier jetzt ein Sprung gewesen. Das ist so ein bisschen mein persönliches Highlight, sage ich jetzt mal. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter und schauen uns an, was es hier alles noch so zu entdecken gibt. Aber ich wollte euch jetzt einmal kurz die Gangarten zeigen.
Da haben wir den Stall, in dem wir gerade drin waren. Da vorne haben wir die Koppeln und Paddocks. Da seht ihr auch das andere Pferd, was ich eigentlich reiten wollte. Ist alles so ein bisschen im, wie es so an der Nordsee ist, die ganze Stelle. Da ist das Wohnhaus. Da ist noch Gelände, wo wir aber noch nicht hin können. Und natürlich haben wir hier die Reithalle. Und da würde ich sagen, gehen wir es einfach mal rein. Man muss hier tatsächlich absteigen, um die Türe aufzumachen. Das ist relativ realistisch. Die Türe geht auf und zum Licht anmachen wird dann natürlich auch der Knopf gedrückt, wenn ich ihn finde. Zack, zack, zack. Und dann geht es wirklich nach hinten an. Also das finde ich persönlich sehr schön, weil ich weiß nicht, ob ihr Flutlicht in der Reithalle kennt, aber da geht es voll oft auch so nach hinten an. Wir schauen uns das Ganze einmal schön an von innen und da würde ich sagen, erkunden wir noch so ein bisschen draußen, denn es gibt auch schon Gelände. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, das Spiel steht jetzt noch wirklich ganz am Anfang von seiner Karriere, sage ich jetzt mal. Und es ist auch nur die Demo-Version, die kostenlose und nicht das fertige Spiel, wie es dann rauskommt. Vom Reitersitz und allem, klar, da könnte man noch so, so viel verbessern. Das ist wirklich klar. Aber dafür, dass es wirklich jetzt ganz neu ist und noch nicht quasi so spielfertig reinkommt, bin ich doch relativ fasziniert und ich glaube, das hat sehr viel Potenzial, um da was sehr Realistisches und Cooles draus zu machen. Wenn man da wirklich auch mal Dressurlektionen reiten könnte, wie jetzt wir hier auch schon so ein bisschen mit dabei haben. Das ist an sich erstmal die Reithalle. Die wollte ich euch als erstes mal wirklich zeigen. Und wir werden jetzt einfach ganz entspannt mal rausgehen, holen uns aber dazu nochmal ein anderes Pferd. Ich find's cool, dass die Pferde hier auch draußen stehen. Und man kann eben da ganz verschiedene auswählen. So, vom Paddock und im Mondschein haben wir jetzt dieses Pferd hier geholt. Das ist mein persönliches Favorite hier. Und auch von der Ausrüstung, sage ich jetzt mal. Was ich ein bisschen tricky finde, ist, dass es in diesem Spiel einfach keine Reithose und keine Reitstiefel gibt. Also irgendwas läuft dann noch ein bisschen schief. Wir gehen jetzt raus, denn wir haben hier auch schon die Möglichkeit, ein bisschen das Gelände zu erkunden und uns so ein bisschen vorzubereiten, was uns dann im fertigen Spiel erwarten könnte. Hier kann man einmal auswählen, Wald. Und hier sind wir auch. Hier stehen auch die Wildpferde quasi frei rum. Ihr könnt euch immer aussuchen, auf welchem Pferd ihr reitet, um das einfach auszutesten, ausgiebig. Jetzt möchte ich euch nochmal schön hier die Gangarten von dem Pferd zeigen. Extended Walk, Walk und Collected Walk. Ich finde das sehr, sehr cool. Die Idee an sich finde ich schon mal sehr toll. Die Umsetzung, klar, da wird noch ein bisschen dran gearbeitet. Aber schaut mal, wie schön zurückgenommen. Also, ja, ich finde es toll, dass die ganzen neuen Pferdespiele sich so wirklich neue Initiativen, sag ich jetzt mal, ausdenken. Wie zum Beispiel Tales of Renrin mit seiner Schenkelhilfe. Und dieses Spiel hier wirklich mit absoluter Kontrolle, sage ich jetzt mal. Und sogar mit Lektionen, wie wir jetzt hier schon die Seitwärtsgänge haben. Und wahrscheinlich kommt da noch viel, viel mehr Pirouetten und alles Mögliche. Das ist im Übrigen einfach das Ausreitgelände. Man kann auch sprinten und hierbei rüberspringen. Eigentlich, wenn es klappt. Da gibt es nicht so viel zu sehen. Das ist eigentlich nur eine Runde hier im Wald. Aber es gibt hier noch einen kleinen Springplatz im Wald. Die Springfunktion ist noch so ein bisschen fragwürdig. Das dürft ihr jetzt gleich hier nicht auslachen. Das ist so ein bisschen, klappt jetzt nicht immer. Umspringen tut das Pferd leider auch nicht, wie in Tales of Renrin. Aber es ist auf eine andere Art cool und besonders. Wow, wir haben es geschafft. Ja, also das Springen hier klappt manchmal eben nicht. Manchmal klappt es. Bis jetzt funktioniert es ja anscheinend ganz gut. Es schneit übrigens. Das Wetter hier ist sehr spektakulär. Man hat hier sehr oft Schneestürme und absolute Katastrophen-Weltuntergangsstimmung. Oh. Aber es klappt doch heute eigentlich ganz gut für meine Verhältnisse. So, Leute, was soll ich euch noch mehr sagen? Das ist das Spiel Dead Horse Game und es fängt wirklich an zu schneien, Leute, ich glaub's ja nicht. Ich bin super gespannt, was aus diesem Spiel wird. Ich denke, es hat Potenzial, um ja, was richtig Cooles zu werden. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann letztendlich wirklich rauskommt, wenn nicht nur die Demo, sondern auch die tatsächliche Version dann einfach am Start ist.
Wenn sich da noch mal was Spektakuläres ergibt, dann werde ich euch auf dem Laufenden halten und auf jeden Fall das Ganze nochmal spielen. Bis dahin bleibt es einfach ein, ja, angezocktes Format und ich wollte euch einfach nur so ein bisschen, ja, mitnehmen auf meine Testreise. Also ich finde das super interessant und teste so, so gerne neue Pferdespiele. Das wird auch, glaube ich, einfach eine eigene Playlist. Kein riesiges Format, keine Videoreihe oder so, sondern einfach mal die Sachen angespielt, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie die Welt in diesen Spielen aussieht. Vielleicht eine zweite Folge, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.